Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite heute mit Seite 247. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass dein Wort uns Jesus offenbart, dass wir jeden Tag etwas lernen dürfen aus seinem Wort. Und wir möchten dich bitten, dass auch heute wir etwas über Jesus verstehen können und noch enger mit ihm zusammen erleben dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in Josua Kapitel 5. Nachdem das Volk Israel auf der anderen Seite des Jordan jetzt in Kanaan das Passa gefeiert hat, erscheint der Engel des Herrn, Jesus, dem Josua. Wir lesen in Vers 15: Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Joshua Tat ist. Das erinnert uns natürlich an die Geschichte in 2. Mose 3. Derselbe, der im Dornbusch dem Mose erschien und sagte, ich bin der ich bin. Er ist es jetzt, der hier am Ziel der Reise, die er dem Mose damals im Dornbusch angekündigt hatte, immer noch bei seinem Volk ist und gekommen ist, um deutlich zu machen, er selbst wird seinem Volk vorangehen. Wir dürfen wissen, dass auch am Ende der Reise des Volkes Gottes, geistlich gesprochen, derselbe, der am Anfang stand, immer noch bei uns ist und die Schlachten für uns schlagen wird. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, sodass niemand heraus oder herein, hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollte um die Stadt ziehen alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es sechs Tage lang tun. Gottes Wege sind oft sehr merkwürdig. Wir haben gerade gestern gesehen, dass sich die Israeliten beschneiden lassen sollten, mitten im Feindesgebiet. Und jetzt sollten sie um die Stadt einfach herumlaufen. Und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schofahörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei heben, dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Das war die Anweisung, die Jesus gegeben hatte. Und wenn Jesus uns Anweisungen gibt, durch sein Wort, durch den Geist der Weissagung, ganz egal, ob sie uns menschlich sinnvoll erscheinen oder nicht, dann sollten wir ihnen folgen. Denn sie kommen von Jesus. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen: Tragt die Bundeslade und lasst sieben Priester, sieben Hörner des Halljahres, vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk aber sprach er: Macht euch auf und zieht um die Stadt, und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Jose dies zum Volk gesagt hatte, zogen die sieben Priester hin, welche die sieben Hörner des Heiljahres vor dem Herrn hertrugen, und sie stießen in die Hörner. Und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Und die gerüsteten Krieger schritten vor den Priestern her, die in, der, in die Hörner stießen. Und die Nachhut folgte der Lade nach, und sie stießen beständig in die Hörner. Beim Durchzug durch den Jordan war die Bundeslade noch weit vor all den Israeliten gegangen stand dann in der Mitte und alle sind an ihr vorbeigegangen schon da war die Idee einer zentralen Rolle dargestellt jetzt ist die Bundeslade hier bei diesem Zug ebenfalls absolut im Zentrum des Kriegszuges Josefa gebot dem Volk und sprach ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben doch eure Stimme hören lassen auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen bis zu dem Tag da ich euch zu euch sagen werde erhebt dein Kriegsgeschrei dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben wir hatten schon gesehen in 5. Mose Kapitel 2 wie die Israeliten nicht jeden einzelnen nicht jedes einzelne Volk bekriegen sollten sondern nur dann kämpfen sollte wenn Gott es gebot und auch hier sehen wir dass das Kriegsgeschrei nur dann äh, gerufen werden sollte wenn der ausdrückliche befehl dazu gegeben ist auch wir sollten nur das tun was gott uns ausdrücklich Befiehlt. Und die Lade des Herrn zog einmal rings um die Stadt und sie kamen wieder in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Die Bundeslade spielte eine zentrale Rolle bei dieser Eroberung von Jericho. Sie spielte eine zentrale Rolle bei dem Durchschreiten des Jordan. Gottes Gesetz wird eine zentrale Rolle spielen, wenn das Werk Gottes zum Abschluss kommt in den letzten Dingen auf dieser Welt. Und Josua stand am Morgen früh auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn, und auch trugen die sieben Priester die sieben Hörner des Heiljahres vor der Lade des Herrn her und stießen fortwährend in die Hörner, und die gerüsteten Krieger gingen vor ihnen her. Aber die Nachhut folgte der Lade des Herrn, und sie stießen fortwährend in die Hörner. Am zweiten Tag zogen sie auch einmal um die Stadt und kamen wieder ins Lager. Das taten sie sechs Tage lang. Am siebten Tag aber machten sie sich früh auf, bei Anbruch der Morgenröte, und sie zogen nach derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und es geschah beim siebten Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sprach Joser zum Volk, erhebt ein Kriegsgeschrei. Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben, aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Haus sind, denn sie hat die Boten verborgen die wir aussandten. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr den Bann vollstreckt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lage Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Gott warnte sein Volk im Vorhinein. Und es hätte gut daran getan, diese Warnung sehr ernst zu nehmen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sehen, welche zentrale Rolle die Bundeslade bei der Eroberung von Kanan gehabt hat. Und wir lernen daraus, welche zentrale Rolle dein Gesetz, die Bundeslade im Himmel, bei der Eroberung des himmlischen Kanan, sozusagen, bei dem Abschluss des Werkes spielen wird. Herr, wir sehen, dass in Offenbarung 11, Vers 19, die Bundeslade sichtbar ist während der siebten Posaune. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir lernen, dass das Gesetz Gottes die zentrale Rolle in unserem Leben spielt, weil es dich offenbart und deinen Charakter. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.